Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey, dem DLC Das Vermächtnis der ersten Klinge, Episode 3. So, wir haben einen weiteren Kultisten entlarvt und der ist zufällig gerade in der Nähe von Dareos, zu dem wir jetzt auch als nächstes zurückkehren müssen, um die Story fortzusetzen. An Nebenaufträgen hat sich noch nichts Neues auf der Karte aufgetan, oder? Nicht, dass ich es bemerkt hätte. Ja, nee, da ist nichts. Okay, und ich habe hier auch wieder ein paar von denen, die ich erledigen muss, um mein Kopfgeld zu verringern. Den einen, der hier in der Nähe ist, den könnte ich dann ja gleich noch machen. Aber eins nach dem anderen. Ah ja. So, Tod bestätigen. Du hast noch viel Schlimmeres verdient. Meister ist aus ihnen Armschiene, Bild des der Ältesten und Pythias, der Architekt, ist abgehakt. Sehr gut. Und wieder meines Erwartens war diese Stelle doch kein Sperrgebiet, wo der Typ stand. Aber egal. Man kann ja nie wissen. Wo muss ich jetzt reinlaufen? Muss ich hier irgendwo rein? Nein. Da vielleicht. Nein, Alexios, böse. Nicht hochklettern, runter mit dir. Ah, das sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, da wirst du doch wohl hochklettern können, Alexios. Dein Ernst? Sonst hältst du dich an jeder Kante fest, aber jetzt auf einmal springst du genau zwischen die beiden Kanten. Da, das Bücherregal. Es ist doch naheliegender, wenn er dann da oben... Ach, egal. Ich reg mich da schon nicht weiter auf. Wir haben den Orden geschwächt. Was nun? Nun beginnen wir mit dem nächsten Schritt des Plans. Okay. Wir kümmern uns im Schutz der Nacht um den Orden. Ich muss mit dem Athener Feldherrn sprechen. Ich kehre zum Holzfällerlager zurück, um unsere nächsten Schritte vorzubereiten. Krümel, es ist hier nicht sicher. Ich soll dir das hier geben, Adler Donner. Von einem Mann mit einer Maske. Oh nein. Krümel, du musst verschwinden und sprich nie wieder mit maskierten Männern, verstanden? Das ist gefährlich. Ja, Adler Donner. Ein Mann mit einer Maske. Triff mich bei den Gräbern in Appia. Was hat der Orden nur vor? Gute Frage, klingt nach einer Falle. Adlermann Verdorbener, du hast dir deinen Weg durch Messinien freigekämpft und das ist nicht unbemerkt geblieben. Bald wird es soweit sein, dass wir die Klingen kreuzen. Bevor es soweit ist, möchte ich offen reden. Es gibt so viel, was ich über die Person hinter der Legende des Adlermanns erfahren möchte. Ich vermute, dass du auch viel über mich erfahren willst. Kann ich dich zu einem respektvollen Austausch verleiten? Für die Nachwelt und um einen alten Mann bei Laune zu halten. Triff mich bei den Gräbern in Epia, der Bote. Ha. Eine Einladung für den Adlermann, ältesten Hinweis und ein Name. Geheimnisvoller Brief. Ja, es klingt für mich eindeutig nach einer Falle. Triff den Verfasser des mysteriösen Briefs. In welche Richtung muss ich dafür? Genau in die entgegengesetzte, wo ich jetzt hin möchte, um mein Kopfgeld zu reduzieren. Mist. So, aber ich kann ja theoretisch per Schnellreise wieder zu der Stadt zurückkehren. Das passt ja. Okay. Und es gibt ja insgesamt zwei von diesen Typen, die ich erledigen muss, damit mein Kopfgeld wieder auf Null fällt. Aber wenn ich den hier erledige, dann sollte es zumindest auf Stufe 1 oder 2 zurückfallen. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Na toll, der eine Typ guckt natürlich genau hier hin.
Genau, um die Ecke gehen. Sehr gute Idee. Hätte von mir sein können. Und jetzt ist nur all das Blut von ihm übrig. Aber er selbst verschwindet komplett und spurlos. Okay, dann kann ich mir schon mal den anderen markieren. Ich dachte schon, das wäre zu praktisch gewesen. Der ist weiter draußen. Aber wir kümmern uns erst einmal um die Hauptmission. Wie gesagt, ich vermute, dass nur noch zwei, drei Missionen, beziehungsweise zwei, drei Parts benötigt werden, um diese Episode zu beenden. Ich kann mich aber auch täuschen. Vielleicht wird diese Episode dann ja die längste von allen dreien. Die zweite war ja schon ein Part länger als die erste. Naja, wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Komm schon, Ladezeit. Ich will hier Fortschritte machen. Heute noch bitte. Danke. So, wo lang? Ach, da links. Okay. Dann schauen wir mal. Das ist jetzt meine erste Vermutung. Dass es ein Ordensmitglied ist, ist ja von Anfang an klar. Das wissen wir ja bereits. Die Frage ist einfach nur, welches? So. Okay. Tatsächlich ein sehr unscheinbarer Ort. Hoffentlich will er mich nicht gleich in die Grube mit den Leichen da reinstoßen. Adlermann, sei gegrüßt. Du hast meine Nachricht bekommen. Es überrascht mich, dass ich noch lebe. Das könnte sich ändern. Voreilig. Kein Grund, voreilig zu sein, Adlermann. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gergis. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Ich wollte dich gerne treffen, Alexios. Darf ich dich so nennen? Ach, naja. Es ist mir egal, wie du mich nennst. Selbstbewusst, das gefällt mir. Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorges und wo ist mein Sohn? Ich habe die Antworten, die du suchst, Alexios. Ich weiß, was in Achaea geschah, in dem Dorf namens Dime. Dime? Was weißt du? Sag es mir! Ich war dort. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Deine Realität wird durch deine Wahrnehmung begrenzt. Reite mit mir. Ich wollte mich schon lange mit dir austauschen. Ich zeige dir, wie schön unsere Welt sein kann. Sollen wir? Eine falsche Bewegung. Ich verstehe. Der kleinste Zweifel kann das größte Selbstbewusstsein zerstören. Und wir alle zweifeln. Gergis der Bote. Die besten Siege waren jene, die ohne Kampf errungen wurden. Und Gergis Gabe war es, durch Überzeugung zu gewinnen. Er konnte Leute dazu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln und es für ihre eigene Idee zu halten. Amorges erkannte sein Talent und brachte ihn als Persiens respektiertesten Diplomaten in den Orden. Nachdem er jahrelang zusehen musste, wie sich sein geliebtes Land im Würgegriff gedankenloser Politik befand, war es ein leichtes, Gergis zu überzeugen. Tja. Der letzte von Amorges Stellvertretern hatte Alexios eingeladen, von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu sprechen. Beim Treffen verriet er ihr bereitwillig seinen Namen. Gergis, ihr? Warum wurde jetzt beim letzten Satz davon ausgegangen, dass wir Cassandra spielen? Ach, manchmal kommt das Spiel wirklich mit seiner Übersetzung durcheinander. Oh je. Das alles brauchen wir ja, glaube ich, nicht mehr. Das hatten wir schon. Der letzte Magier. Okay. Interessanter Name für die Mission. Ich sollte auch langsam mal wieder mein Inventar aufräumen. Ich habe wieder mehr als genug, um mir eine Menge Ressourcen und eine Menge Geld zu besorgen. Irlang. Wohin bringst du mich? Ort. Ich will mehr über dich erfahren. Ich traue dir nicht. Ich verfolge deine Reise schon, seit sie begann.
Tatsächlich habe ich einiges über dich geschrieben. Einige meiner beliebtesten Werke handeln vom Adlermann. Außerdem hörte ich natürlich von dir, von unseren Freunden. Vom Kult? Ich hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Dann Verbündete, wenn dir das lieber ist. Das ist jetzt interessant. Ach. Wer hätte gedacht, dass wir mit einem Ordensmitglied herumreiten würden? Die Frage ist, hat er tatsächlich richtige Argumente vorzuweisen oder wird er uns einfach nur manipulieren? Ich habe viele Geschichten geschrieben, die du der ganzen griechischen Welt finden kannst. Ich verbreite die Kunde unserer Heldentaten. Heldentaten? So nennst du den Mord an Unschuldigen und das Niederbrennen ganzer Dörfer? Eine eingeschränkte Sicht. Der Orden sieht das große Ganze. Wir streben nicht nach flüchtigem Frieden. Unsere Arbeit ist ewig. Ist immer Lackers. Ich weiß echt nicht, wie das eine zum anderen führen soll, Kollege. Das ist ein Gedankensprung, den du deutlicher erklären solltest. Sieh dich um. So viel Potenzial. Du wirst dich fragen, warum wir dich jagen. Eure Toten haben es mir verraten. Du bist eine Naturgewalt, Alexios. Hast du bemerkt, dass die Geier vom Schlachtfeld? Wir können dir einfach nicht erlauben zu existieren. Ihr würdet jemanden wegen seines Blutes töten? Ihr widert mich an. Wir sind nicht der Feind. Hast du dich mal selbst betrachtet? In unseren Augen bist du die Manifestation des Aufruhrs. Du störst den Frieden. Urteile nicht so schnell, Alexios. Es gibt viele Perspektiven. Ja, wir leben in einer Welt, in der man auch falsch liegen darf. Ist klar. Wir sind da. Oh, was für eine Aussicht. Schön ist es. Das stimmt. Hat er hier jetzt ernsthaft ein kleines Picknick vorbereitet? Sehe ich das gerade richtig? Messenien. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Komm zur Sache. Ich weiß, was in Dime passiert ist. Wie Nema starb. Bist du stark genug, die Wahrheit zu hören? Ich will alles wissen. Jetzt bin ich gespannt. Ihr Bastarde. Ihr Tod an sich war jetzt auch noch schlimm, aber jetzt noch zu sehen, wie sie stirbt. Wir sahen an diesem Tag niemanden am Strand. Keine Nema, kein Kind. Sie waren entkommen. Zumindest dachten wir das, bis wir ein Wimmern hörten. Es kam aus einem Schiffswrack an der Küste. Aber unverwechselbare Wimmern eines Kindes. Elpidios. Es gab kein Entkommen. Nema versuchte, sich zu wehren, doch sie hatte keine Chance. Das Kind war alles, was blieb. Wow. Ihr Bastarde. Das spricht jetzt nicht gerade für dich, ganz ehrlich. Auch wenn du dabei so ein qualvolles Gesicht gemacht hast, du hast es zugelassen, Kollege. Ich finde Amorges. Sicher erwartet er, dass du es versuchst. Was willst du von mir? Unsere Geschichten werden von einigen wenigen geschrieben, die die Macht haben, sie zu formen. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich mit jemandem wie dir sprechen kann. Nichts ist absolut, Alexios. Nicht einmal die Verdorbenen. Du bist Feuer. Du hast das Potenzial zu zerstören, aber auch zu wärmen und Licht ins Dunkel zu bringen. Diese Wärme wolltet ihr vernichten. Menschen sterben, Alexios. Irgendwann werden wir alle vergessen. Wir verblassen wie ein ferner Traum. An unsere Taten allerdings, wenn sie Bedeutung hatten, wird man sich erinnern. Sag mir, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Tapferkeit, Mitgefühl, Skrupellosigkeit, Tod. Tja. Ich will in Erinnerung bleiben als jemand, der nie vor einem Kampf zurückschreckte, auch wenn die Lage aussichtslos schien.
Erhellend. Welch wunderbarer Einblick. Danke. Und nun müssen wir uns trennen. Lässt du mich mit dem Leben davonkommen? Du musst sterben, geh einfach. Das ist jetzt die Frage. Er war ja eigentlich bei Nema dabei. Er hätte ihren Tod verhindern können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was diesen Typen angeht. Er wirkte sehr manipulativ. Es wurde uns ja bereits gesagt, dass er in der Lage ist, Leute gegen ihre Interessen handeln zu lassen. Mit anderen Worten, er ist sehr geschickt mit seiner Zunge. Ich weiß nicht, ich habe ja auch schon andere. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch die Anführerin der Kultisten gehen lassen, die auch anderer Ansicht gewesen ist als ich. Tja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, nachdem er mich auf so einen friedlichen Plausch eingeladen hat, will ich jetzt nicht so hinterhältig sein und die Gelegenheit nutzen, ihn zu töten. Auch wenn sie jetzt günstig wäre. Keine Ahnung, vielleicht stellt er sich ja noch irgendwann gegen den Orden und auf unsere Seite. Mal gucken. Ich lasse ihn erstmal gehen. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Dein Sohn, Elpidios, er ist in Sicherheit. So viel kann ich dir sagen. Es war mir eine Freude, Alexios. Unsere nächste Begegnung wird sicherlich die letzte sein. Nema, Elpidios, es tut mir leid. Der letzte Magier, abgeschlossen. Trifft Darius in Messene und sprich mit ihm. Neue Quest Rauch und Wut. Okay. Eieieiei. Wo soll ich denn? Ach du liebe Zeit. Ganz in den Norden. Zum Glück habe ich da in der Nähe einen Speicherpunkt. Schnellreisepunkt. Und irgendwie gibt es jetzt gerade auch keine neuen Nebenmissionen. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass diese gewisse Person wieder auftauchen würde, die uns ja noch einen Gefallen erfüllen möchte, damit wir quitt sind. Ich dachte, der würde in der dritten Episode ein weiteres Mal auftauchen, aber irgendwie habe ich ihn bis jetzt überhaupt nicht gesehen und das wäre normalerweise definitiv schon längst der Punkt gewesen, an dem er in der Episode eine Nebenmission verfügbar gemacht hätte. Merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, ja, irgendwann wirst du mich schon um einen Gefallen bitten. Und dann bitte ich ihn tatsächlich nie um einen Gefallen. Das glaube ich nicht. Das ist mir zu hoch. Der muss doch irgendwann wiederkommen, garantiert. Ich hoffe wirklich, die Entwickler haben den nicht vergessen, nachdem sie ihn zwei Episoden lang quasi aufgebaut haben. Ach komm jetzt, Alexios. So. Messene. Tatsächlich ein Ort, an dem ich zuvor noch nie gewesen bin. Und er hat wieder in so einer Lagerhalle sein Versteck. An den Orten scheint er sich sehr gerne zu verstecken. Sind ja auch zugegebenermaßen recht praktische Verstecke. So, mein Lieber. Was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt auch schon der letzte? Wir werden sehen. Darius? So sieht man sich wieder, Adlermann. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen, zu fliehen und am Morgeswachen von der Mine weglocken.
Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei unschuldige Leben, soweit es geht, verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Was ist passiert? Nema starb, während sie Elpidios beschützte. Ein Ordensmitglied wollte mich treffen. Er war Dardarios. Sie hatten Nema im Schiffswrack gefunden. Sie versuchte, gegen sie zu kämpfen. Das gehörte Nema. Ich hatte keine Gelegenheit. Ich hatte es ganz vergessen. Sie ist tot. Sie ist wirklich tot. Und sie kommt niemals zurück. Ich werde sie nie vergessen, Darius. Ich vermisse sie so sehr. Sie fehlt mir so sehr. Wir haben Zeit zu trauern, wenn das vorbei ist. Immerhin wissen wir jetzt, dass Elpidios lebt. Holen wir ihn zurück. Scheint tatsächlich so, als würden wir uns langsam ins letzte Gefecht aufmachen. Wenn Amorgis hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Tun wir es. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Ich kenne den Preis. Es brennt! Verschwindet hier! Was zum... Suchen wir den Jungen. Auf geht's. Okay. Schalte die Soldaten aus, die sich dem Holzfällerlager nähern. Alles klar. Ich werde aber jetzt wahrscheinlich nicht alles von dem Finale der Episode aufnehmen. In diesem Part. Schließlich habe ich auch immer noch ein paar, Trophäen zu verdienen, auch kampfbezogene. Ich sollte mal. Durchsucht das Gebiet. Reib den Adlermann raus. Und zack. Jawohl. So, damit wäre hier auch jemand Neues. Alter, ernsthaft? Immer wieder diese Zivilisten, die den Bösen helfen. Autsch. Aua. Ah, mal gucken, falls er das überlebt. Nein, tut er nicht. Merkwürdig. Durchsucht hier das Haus! Der Adlermann ist in der Nähe! Passt auf! Auf einen Punkt mehr zu konzentrieren! Exakt. Zack. 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 So, ich muss diese Fähigkeit jetzt einfach so oft wie möglich benutzen. Ups. Nein, den wollte ich nicht angreifen. Oder wollte er mich angreifen? Es sieht so aus, als ob er eine Waffe greifen wollte. Ja.
Ah, nein! Oh. Der Staat Messenien ist jetzt angreifbar. Naja, schön und gut, aber... Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Pixel am Leben lassen, damit... also einen Pixel von seinem Leben übrig lassen, damit er noch durch meinen Zorn der Blutlinie getötet werden kann. So viel dazu. Der Rauch ist zu dicht! Es ist zwei... Haltet die Augen auf! Was? Ah ne, falsche Fähigkeit, so. Nice. Doch. Alter, ernsthaft? So, du bist weg und du auch gleich. Oh, da hat gerade noch der Feuereffekt nachgelassen. Oh, hi, Ennio die Rasende. Servus. Komm schon. Kann ich sie ja eventuell auch nochmal durch den Zorn der Blutlinie erledigen. Insofern das sie nicht umbringt. Nein. Oh, gerade noch so. Oh, ganz knapp. Kopfgeld nicht. Bis jetzt klappt es doch ganz gut, oder nicht? Oh, die Bronzestatue ist jetzt hinter mir her. Das war doch einer der Kopfgeldjäger, die vorher noch neutral mir gegenüber waren. Aber jetzt, wo ich eine Chance gegen ihn habe, da ist er scheinbar auch auf mich angesetzt worden, ha? Dann auf einmal will er mich auch erledigen fürs Kopfgeld. Alter, du Sau. Nein, Koffer. So, ganz knapp. Pelios, die Bronzestatue, ist erledigt. Xenophon der Kerberos. So, da ist jetzt die Nummer 3. Pünktlich angekommen. Den mache ich auch noch platt. Einfach nur, damit er mir später keinen Ärger macht. Nicht so schnell! Nein, 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 nein! Doch, 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 doch. Scheiße! Wow. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Wow. What the fuck? Tja, deine Flamme kannst du leider nicht verstecken, Kollege. Immer sichtbar bleiben. Scheiße! Nein, 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 nein! Oh! Oh, scheiße. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich hoffe, es zählt auch als Kill, wenn er durch den Feuerschaden stirbt, während ich diesen Zorn der Blutlinie bei ihm benutze. Aliona, die Katze. Momentchen. Wir haben jetzt einiges an neuen Söldnern entdeckt und deren Texte lese ich mir natürlich noch durch. Xenophon der Kerberos. Bevor er Söldner wurde, war Xenophon Gefängniswärter in Athen. Allein der bloße wilde Ausdruck in seinen Augen hielt die Gefangenen davon ab, Fluchtversuche zu unternehmen. Die anderen Wärter und die Gefangenen nannten ihn Kerberos, ein Name, den er später auch noch beibehielt. Oh, hier noch. Ennio die Rasende. Als kleines Mädchen soll Ennio die Rasende von höllischen Göttinnen heimgesucht worden und ab da von einem unerklärlichen Zorn erfüllt gewesen sein. Nur als todbringende Söldnerin konnte sie diesen brennenden Zorn kanalisieren. Das könnte allerdings auch nur eine dumme Ausrede gewesen sein.
Aljona, die Großkatze, suchte sich ihre Beute mit Vorliebe im Gebirge. Geräuschlos schritt sie durch den Schnee und nur die Blutstropfen, die sie zurückließ, wiesen auf ihre Anwesenheit hin. Sie soll die Kälte nicht gespürt und sich häufig so lange verborgen haben, bis sich passende Beute näherte. Okay, das waren auch schon alle neun. Alle neuen Söldner. So, abgeschlossen haben wir hier alles, inklusive der ganzen... der ganzen Kopfgeldjäger. Vorwärts! So. Ja, reiten wir lieber so hier am Ufer entlang. Ich weiß nicht, wie tief das Zeug hier ist. So. Och Mann. Das Pferd, das macht manchmal aber auch wirklich Anstalten. Unfassbar. Okay. So, Darius. Erster Schritt ist damit abgehakt. Ich wollte schon sagen, Alexios, wenn du da nicht hochkommst, ganz ehrlich, dann bin ich mehr als nur bitter enttäuscht von dir. Oh. Wie er sich manchmal an den einfachsten Kanten einfach nicht festhalten will. Das ist schon frustrierend, muss ich sagen. Okay. Ah, wo ist der Morgus? Die Minen! Aber ich zerschmettere seine Verteidigung und dann töte ich ihn. Ihr seid verrückt! Alle beide! Du wirst der Morgus sagen, dass der Adlermann, der Wahrer der griechischen Welt, hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, dass ich komme. Seinetwegen. Wegen Alpidios. Und ich klopfe nicht an. Geh, ich kümmere mich um die Ordenswachen. Ich muss zu den Minen. Und auf dem Weg schalte ich so viele wie möglich aus. Ganz ruhig, Alexios. Tief durchatmen. Oh Mann, Darius hat ganz gelassen dafür reagiert, dass gerade eben sein Kontaktmann wahrscheinlich gestorben ist. Also es steht nicht fest, dass er tot ist, aber es ist sehr wahrscheinlich. Eieiei. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, den weiteren Verlauf dieser Mission werden wir dann im nächsten Part machen. Und da machen wir dann auch die restlichen Trophäen von diesem DLC. Also dann, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!